Schön, dass Sie wieder dabei sind, heute zu unserem fünften Demenz-Ei, hier vom Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Uni Wittenherdecke. Erstmal Dankeschön, wie jedes Mal zu Beginn, für das letzte Mal. Beim letzten Mal ging es um depressives Verhalten, apathisches Verhalten von Menschen mit Demenz. Wir haben wieder eine Menge Zuschriften von Ihnen bekommen und wie Sie auf unserem Blog und unserer Facebook-Seite gesehen haben, haben wir das zusammengefasst, die Antworten zusammengefasst und haben sozusagen auf diese Art und Weise versucht, das Thema abzurunden. Natürlich ist es nicht ausdiskutiert und Sie können uns gerne weiterhin Beiträge auch zu diesen Themen schicken. Heute geht es um ein anderes Thema, was zunächst erstmal sehr profan wirkt, aber auf der anderen Seite unglaublich wichtig ist und für die Pflege und Betreuung unglaublich wichtig ist. Es geht um die Ernährung. Auf der einen Seite die schönste Nebensache der Welt. Es ist wunderbar, wenn man leckeres Essen bekommt und es einem schmeckt. Und auf der anderen Seite, wie viele Pflegende und wie ich auch aus meiner eigenen pflegerischen Praxis weiß, oft ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem, Menschen mit Demenz dabei zu helfen, zu essen. Das hat unterschiedliche Gründe und unterschiedliche Ursachen. Über die werden wir heute ein bisschen reden, hier in dem Vorspann des Demenz-Eis. Und natürlich erwarten wir vor allen Dingen von Ihnen wieder ganz viele Anregungen, die anderen vielleicht dabei helfen können. Auf der einen Seite ist Essen, Ernährung, aber natürlich auch Trinken, also Essen und Trinken können zu den schönsten Dingen überhaupt gehören, auch Dinge, auf die man sich am Tage freuen kann. Und auf der anderen Seite kann es riesige Probleme machen, für die Person selber vor allen Dingen, aber natürlich auch für die Pflegenden und Betreuenden von Menschen mit Demenz. Stellen Sie sich einfach die folgende Situation vor, jemand sitzt vor seinem vollen Teller, ein Mensch mit Demenz, und isst einfach nicht. Aber Sie wissen, diese Person muss essen, vielleicht ist er Diabetiker, aber er muss einfach auch essen, damit er bei Kräften bleibt. Jetzt haben Sie natürlich die Möglichkeit, was mögen die Gründe dafür sein? Ich sage Ihnen mal ein paar, die es sein können. Also das eine, auf das wir fast nie kommen, aber auf das wir kommen könnten, ist natürlich, es schmeckt ihm nicht. Es schmeckt ihm schlicht und ergreifend nicht und dann hat es auch nichts mit seiner Demenz zu tun. Ein anderer Grund kann sein, er hat keinen Hunger, vielleicht hat er in seinem Zimmer vorher etwas gegessen oder hat an dem Tag schlicht und ergreifend keinen Appetit. Es kann aber auch etwas anderes dahinterstecken. Stellen Sie sich vor, Sie haben Zahnschmerzen, können aber nicht sagen mehr, weil Sie eine fortgeschrittene Demenz haben, dass Sie Zahnschmerzen haben und pressen den Mund zusammen und dann kommt immer jemand und versucht Ihnen etwas zu essen zu geben. Das kann sogar so weit gehen, dass Sie womöglich sogar um sich schlagen, ja, als dieser Mensch mit Demenz. Und dann heißt es auf einmal, die Demenz macht ihn aggressiv, aber selbst Sie würden auch wahrscheinlich auch nichts essen wollen, wenn Sie Zahnschmerzen haben. Vielleicht will er nicht essen, weil er apathisch ist, weil er depressiv ist, vielleicht will er auch einfach nicht mehr leben und will aus dem Grunde nicht mehr essen. Aber noch ein ganz anderer Grund, ein Grund, den es vielleicht auch häufiger gibt, ist der Grund zum Beispiel, dass er das Essen gar nicht mal als Essen erkennt. Und jetzt, das ist jetzt kein Witz, das liegt jetzt nicht daran, dass es nicht so aussieht wie Essen, sondern es ist womöglich sogar sehr, sehr lecker gekocht und sieht sehr gut aus und trotzdem erkennt die Person mit Demenz das Essen nicht mehr als Essen. So etwas gibt es häufiger in Krankenhäusern. Da kommt eine Pflegekraft rein, gibt einem Menschen mit Demenz, stellt ihm das Essen dahin, kommt nach 20 Minuten wieder und es ist überhaupt nicht angerührt, das Essen. Und dann sagt dieser Pflegende, sagt dann auf einmal, naja gut, dann haben Sie eben keinen Hunger und nimmt es mit. Aber in Wirklichkeit hat die Person mit Demenz tierischen Hunger, aber er hat nichts gegessen, weil ihm nicht klar war, dass dieses Essen Essen ist. Eine Möglichkeit, dem zu begegnen, wäre natürlich, dass diese Person mit Demenz mit anderen Leuten zusammen essen sollte. Aber zu den Lösungen und möglichen Tipps und Tricks kommen wir später noch. Das Dialogzentrum hat vor ein paar Jahren mal eine Studie gemacht. Da haben wir Leute aus der Pflegende aus der Tagespflege, aus Krankenhäusern, aus der ambulanten Pflege gefragt, was ihre größten Probleme sind im Umgang mit Demenzkranken. Und da kamen drei Dinge dabei raus. Das eine war die Kommunikation mit ihnen, empfanden sie als sehr, sehr schwierig. Das nächste war die Körperpflege, was sie als sehr schwierig fanden. Und als dritten Punkt, der genannt wurde, war es die Ernährung. Dass genau die Ernährung, also die Gefahr von Mangelernährung, problematisches Essverhalten, wie man es auch nennen kann, dass das eines der größten Probleme im Umgang und in der Versorgung mit Menschen mit Demenz ist. Und das ist einer der Gründe, warum wir dem dieses Ei gewidmet haben. Das heißt, wie ich habe gerade schon gesagt, das eine, es kann an Dingen liegen, die mit der Person, die eine Demenz hat, selbst zu tun hat. Das andere ist, es kann an den Rahmenbedingungen liegen. Ja, wenn es zu laut ist, die Beate Ratzer vom Demenz Support in Stuttgart hat darüber mal einen wunderbaren Artikel geschrieben, wo sie all diese Rahmenbedingungen auch beleuchtet hat. Also woran es gelegen hat, woran es liegen kann, dass Menschen mit Demenz vergessen. Also wenn es zum Beispiel tierisch laut ist, dann haben sie wahrscheinlich auch keinen Hunger. Und denken Sie mal, in vielen alten Einrichtungen, Krankenhäusern, wenn alleine der Essenswagen über die Flure geschoben wird, was das für Lautstärken. Und der nächste Grund, woran es unter Umständen liegen kann, sind wir, die Betreuenden, die Pflegenden. Warum? Oder warum sind wir Teil des Problems?
Und das Gute ist, wenn wir Teil des Problems sind, sind wir womöglich auch Teil der Lösung. Und das ist natürlich wieder ein wunderbarer Schritt. Also, ich habe mir mal ein paar Studien angeguckt. Sind zum Teil schon sehr alte Studien, aber die zeigen etwas sehr deutlich. Zum Beispiel gab es eine Studie, die haben festgestellt, dass Pflegende das Essverhalten von Demenzerkrankten, wenn sie Demenzerkrankte was zu essen geben wollen und diese wollen nicht essen, dann kommen Gefühle hoch wie Hilflosigkeit, Gefühl des Versagens, Ärger, Ekel, Scham, Empörung. All solche Gefühle begleiten uns häufig als Pflegende, wenn wir das nicht hinkriegen oder wenn wir Schwierigkeiten mit dem Essverhalten haben. Das wiederum führt dazu, dass gerade professionell Pflegende häufig diese wichtige und ich finde auch sehr schwierige Arbeit, jemanden, der nicht essen kann, essen will, etwas zu essen zu geben, an Hilfspersonal delegieren. Ausgerechnet das delegieren wir ganz häufig an Hilfspersonal, also Leute, die bei Weitem nicht so viel Ahnung davon haben, wie sie haben sollten, als professionell Pflegende. Ein weiterer Punkt ist, das Pflegen, und den fand ich sehr, sehr markant. Pflegende haben häufig Schwierigkeiten zu unterscheiden, wenn ein Demenzkranker nicht isst, ob dieser gar nicht essen will oder ob er nicht essen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Wenn einer nicht essen kann, weil ihm schlecht ist oder weil ihm die Zähne wehtun oder so etwas, ist es natürlich was völlig anderes, als wenn eine Person die Nahrung verweigert, weil er nicht mehr essen will. Das heißt, wir müssen herauskriegen, wie immer, und deshalb sage ich immer bei diesen Punkten, wo es um herausforderndes Verhalten von Demenzerkrankten geht, wir müssen herauskriegen, warum eine Person nicht isst. Das ist der Schlüssel. Also auch da sind wir wieder bei so etwas wie Fallarbeit, wenn es zu einem großen Problem wird. Wie immer gewinnt der oder die erste, 10. und 20. ein Buch im Wert von 30 Euro. Sie werden von uns angeschrieben und dann können Sie uns das Buch nennen und wir besorgen das für Sie. Einsendeschluss für Ihre Antworten, die Sie per E-Mail, per Video. Wir würden uns übrigens sehr freuen, wenn wir mal ein Video als Antwort, eine Videoantwort bekommen würden. Wissen Sie, wir machen das so, ich ändere das jetzt noch spontan. Der oder die Erste, die uns eine Videoantwort schickt, egal ob als Erste oder als 15. bekommt auch ein Buch, ja, im Werte von 30 Euro. Also Sie können auf verschiedenste Weise eben per E-Mail, per Post, per Video uns Antworten auf die folgenden Fragen schicken. Jetzt kommen die beiden Fragen. Worin besteht für Sie als Betreuende, als Pflegende das größte Problem bei der Ernährung von Personen mit Demenz? Schreiben Sie uns Ihre Beispiele, schreiben Sie uns, welches die Punkte sind, die Sie sehr schwierig finden. Und der zweite Schritt, der noch viel wichtigere Schritt ist der, wenn Sie Erfahrungen gemacht haben, was sind für Sie Herangehensweisen, die unter Umständen die Probleme lösen können? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit bestimmten Herangehensweisen an Menschen mit Demenz, die Schwierigkeiten beim Essen hatten? Und wie haben Sie Probleme gelöst? Und was wäre vielleicht empfehlenswert für andere Betreuende und Pflegende es auch zu tun? Das möchten wir gerne sammeln. Wir werten das wieder aus. Wir werden auch zum Thema Ernährung, dem Demenz-Ei Ernährung, noch weitere Interviews machen und noch Texte auf unseren Seiten posten. Also noch einmal ganz kurz die Fragen. Worin bestehen für Sie die größten Probleme bei der Ernährung Demenzerkrankter? Und zweitens, was sind aus Ihrer Erfahrung mögliche Lösungswege, die man bestreiten kann, je nachdem, welches problematische Essverhalten vorliegt? Einsendeschluss für das alles ist der 31. Oktober 2014. Das ist in ungefähr 6 Wochen. Das ist ein Freitag. Da müssen Sie uns gesendet haben. So. Damit wären wir durch mit diesem Demenz-Ei, möchte aber noch nicht enden, bevor ich Sie noch auf etwas aufmerksam gemacht habe. Am 25. Februar des nächsten Jahres, also am 25. Februar 2015, macht das Dialogzentrum Demenz seinen 3. Newsletter-Day. Der letzte war sehr, sehr schnell ausverkauft und wir haben auch dieses Mal ein tolles Programm und wir werden vielleicht ein noch tolleres Programm bekommen, weil das Dialogzentrum am 25. Februar des nächsten Jahres gleichzeitig noch sein 10-jähriges feiert. Wer sich anmelden möchte, kann das unter dialogzentrum@uni-wh.de. Wir bitten um verbindliche Anmeldungen, auch wenn der Zugang zu dieser Veranstaltung wie über alles vom Dialogzentrum kostenfrei ist. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich verbindlich anmelden, denn es ist nicht so, dass etwas, was nichts kostet, nichts ist. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Ihre Antworten. Bis demnächst. Ciao.